Hallo, ihr lieben Leute, hallo Wohninteressenten. Wir haben für euch heute mal eine kleine Kostprobe und ein paar Impressionen, damit ihr mal seht, wie Bauen heute geht. So entstand unser Rentschhaus. Viel Vergnügen damit! Wer lacht denn da so schön? Was machst du da? Ich wollte mal ein kleines Interview mit euch führen. Ein Interview mit uns? Mit uns? Nein. Und irgendwas, wo wir bestimmt viele Ahnung haben. Seid ihr denn pünktlich gewesen? Wir waren sehr pünktlich, ja. Super pünktlich. Wir hatten es ganz eilig, deswegen haben wir erstmal einen Kaffee getrunken. Oh. Ich habe schon den dritten. Ah ja, ah schön. Da ist unser Oberbauleiter. Der Obermufti. Ja. Ja. Gut, dass man die Bewährung liegen hat, das wäre die Gummischippe weg. Aha, immer besser auf Kosten der Frauen. Ja. So ist das auf Baustellen, das habe ich schon gelernt in den letzten Monaten. Ja, ja. Ich würde sie gerne nochmal. 3, 2, 1, go. Hallo. Ja, hallo. Also, guten Morgen. Jetzt wird spannend bei uns hier an der Baustelle. Ja, den 20. Oktober 2019. Und unser Ordnungshome-Bodenplatte wird heute verkostet. Wie man hier sieht, ist die Bewährung alles vorbereitet. Und in wenigen Augenblicken geht es jetzt hier richtig los. Was wir sehr schön sehen können, ist die komplette Bewährung mit den Durchführungen für die Entwässerung und die Verschalung. Und ja, jetzt braucht eigentlich nur noch der Beton kommen. Sprich, jetzt geht's los. Thank you.
Hallo, jetzt geht's los. Und zwar ganz kurz bevor die Wände kommen. Alles ist so ein bisschen jetzt, die Aufregung steigt so langsam. Und man sieht, laufen die Vorbereitungen von unseren Monteuren. Das ganze Bodenplatte ist schon fertig ausnivelliert. Die Unterlegklötze dementsprechend schon auch ausbalanciert. Von weitem sieht man auch die Absperrfolie von der Bodenplatte. Gerüst ist jetzt auch fertig, ist jetzt oben gebaut worden. Der Gerüstbauer macht gerade noch die letzten Vorkehrungen. Und ja, in wenigen Minuten treffen jetzt die Wände ein und alle warten drauf. Bis gleich. Du denkst doch nur an Kaffee. Wenn die Sonne kommt raus, dann macht man das Dach. Stimmt, die Sonne, ja. die Sonne kommt raus und dann macht man das Dach auf. Ja. Die Netzhaus weiß schon, wie ich das will. Ja. Am Freitag ist recht fest, gell? Ja. Die Seite bleibt so oder kommt da auch noch was auf? Schatz, du musst es mal erklären. Ja. Kommt da auch noch was drauf, weil da jetzt so Holzbretter? Ja, genau, das ist so gedacht, das ist Schichtschalung. Ja. Und auf der Seite? Das wird verputzt. Das wird verputzt. Ist jetzt so ein Armierungsputz, der jetzt drauf ist. Und der Armierungsputz wird da, wenn es jetzt... Unsere Küchenwand mit Zugang auf die Terrasse. Ja, echt der Hammer.